Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Heute hat sich Herr Dobrindt noch einmal zum Thema Islam und Deutschland geäußert. Ich will sehr klar sagen, für uns, für mich persönlich gehört der Islam selbstverständlich zu Deutschland. Und ich finde, eine neue Bundesregierung hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Land zusammen bleibt, dass dieses Land zusammen gehört und dass Spaltung verhindert wird. Jeder, der sich jetzt hinstellt und mit Sätzen wie der Islam gehöre nicht zu Deutschland durch die Lande zieht, sei es der Innenminister, sei es Herr Dobrindt, der trägt dazu bei, dass wir mehr Spaltung haben, dass wir mehr Auseinanderdriften haben. Und ich erwarte von einem Verfassungsminister, dass er in unsere Verfassung schaut. Da steht nämlich Religionsfreiheit. Wir haben heute einmal Merzec eingeladen als einen Vertreter der Muslime in Deutschland. Aber wir haben ihn auch eingeladen, weil er Morddrohungen bekommt. Weil er Morddrohungen bekommt wegen seiner Zugehörigkeit. Wir finden, in diesem Land gehört jede und jeder dazu, der Bürgerin dieses Landes ist und der und die hier lebt. Und deswegen wollen wir heute ein eindeutiges Zeichen der Solidarität setzen. Die Morddrohungen gegen Herrn Merzec, auch übrigens die Morddrohungen und die Angriffe gegen Vertreter der kurdischen Gemeinde in Deutschland verurteilen wir. Wir finden, wenn man Sicherheit in diesem Land schaffen will, dann muss man diese Dinge ernst nehmen. Und ich hätte von Herrn Seehofer, ich hätte von Herrn Dobrindt erwartet, dass sie sich zu den Anschlägen auf Moscheen äußern und dass sie hier sehr klar und sehr eindeutig sind. Lassen Sie mich ein Wort zu der Situation in Syrien sagen. Die schreckliche Lage in Osghouta treibt uns alle um. Das ist ein Desaster, das ist eine Katastrophe für die Menschen, die dort eingeschlossen leben. Das ist eine Katastrophe für Kinder, für Zivilisten, für die Menschen, die eigentlich nichts anderes wollen, als in Frieden leben. Und die Weltgemeinschaft darf nicht wegschauen. Die Weltgemeinschaft muss alles dafür tun, hoffentlich auch gemeinsam mit Herrn Putin und hoffentlich auch mit Druck auf Assad, dass wenigstens Hilfslieferungen dorthin kommen können. Und wenn wir nach Afrin schauen, wenn wir hinschauen auf die Katastrophen, die dort gerade passieren, dann gibt es auch eine eigene Verantwortung der deutschen Bundesregierung. Es muss endlich Schluss sein mit Waffenlieferungen in Richtung Türkei. Es muss endlich Schluss sein mit einer indirekten Beteiligung an diesen fürchterlichen Massakern, die dort stattfinden. Ich finde, es muss ganz klar sein, hier hat die deutsche Bundesregierung, der deutsche Außenminister eine Verantwortung. Schluss mit den Waffenlieferungen und vor allen Dingen auch klare Worte in Richtung Türkei und in Richtung Erdogan. Wir haben diese Woche Generaldebatte. Wir erleben eine kleine, große Koalition. Eine Koalition, die sich offensichtlich mehr mit der Zukunft der jeweiligen Partner beschäftigt als mit der Zukunft des Landes. Es gibt Leerstellen im Koalitionsvertrag, aber ganz offensichtlich eben auch Leerstellen bei denen, die jetzt Verantwortung übernehmen. Und ich sage, wir werden die Koalition daran messen, wir werden die einzelnen Minister und Ministerinnen daran messen, was sie tun für die Zukunft dieses Landes und nicht an den Sprüchen, die sie wo auch immer am Wochenende und jeden Tag in der Woche über dieses Land ausschütten. Wir haben Pflegenotstand in Deutschland und ich erwarte von Herrn Spahn, dass er das angeht. Wir haben in Deutschland Kinderarmut und ich erwarte von einer Familienministerin, dass sie sich unmittelbar darum kümmert. Und wir haben weltweit eine grassierende Klimakrise, die immer weiter fortschreitet. Und wenn ich mir anschaue, was die Weltbank für einen Befund vorgelegt hat, ganz aktuell, 140 Millionen Menschen sind bedroht davon, dass sie ihre Heimat verlieren, und zwar wegen der Klimakrise. Das ist keine grüne Studie, das ist eine Studie der Weltbank, die das sehr eindeutig gesagt haben, uns ins Stammbuch geschrieben haben, all denjenigen ins Stammbuch geschrieben haben, die dafür sorgen müssen, dass die Erderwärmung nicht weitergeht. Eine riesige Leerstelle der Großen Koalition, eine riesige Leerstelle übrigens auch ganz konkret der Umweltministerin. Mich erschüttert es jedenfalls, dass sie meint, sie müsse jetzt Industrie und Ökologie miteinander verbinden. Nein, es geht darum, dass wir ökologischer werden und dass übrigens auch unsere Ökonomie nachhaltig und ökologisch wird, dass wir die Klimaziele einhalten und uns nicht von den Klimazielen verabschieden. Frau Göring-Eckardt, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die heutige Einladung. Ich bin Ihnen und auch als Vorsitzender des Zentralrats und persönlich sehr dankbar für die Gelegenheit und für die Möglichkeit,
mit Ihnen uns auszutauschen über die Dinge, die in den letzten Wochen noch mal eine Zuspitzung erfuhren, die aber schon seit Jahren zu erleben sind, nämlich Übergriffe, Angriffe auf muslimische Einrichtungen, auf Muslime persönlich. Sie sprachen gerade an Morddrohungen und anderes mehr. Wir werden uns niemals daran gewöhnen. Das wird immer etwas sein, was wir verabscheuen, was wir verurteilen und was vor allen Dingen etwas ist in Bezug auf die brennenden Moscheen in den letzten Tagen, gestern wieder in Ulm, am Wochenende allein 3 an der Zahl. Jeder dieser Angriffe ist ein Angriff auf unser Land. Und wenn Moscheen brennen, wenn Synagogen brennen, wenn Kirchen brennen, wenn Gotteshäuser brennen, dann brennt auch unser Land. Und das muss unsere Einstellung sein. Und insofern bin ich für die Solidarität und für die Anteilnahme der Grünen-Fraktion, der Bundestagsfraktion, der Grünen, Bündnis 90 Grünen, heißt es ja ganz genau, immer noch, ne? Sehr, sehr dankbar. Und ich finde, das ist ein einerseits selbstverständliches Zeichen der Solidarität, aber vor dem Hintergrund der Ereignisse und auch der Weltpolitik, Sie sprachen ja einige der Zerwürfnisse und der Verwerfungen an, eben doch nicht. Wir haben uns, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass mit der neuen Bundesregierung man vor allen Dingen in erster Linie auf diesen Punkt eingeht, dass man uns entsprechend Anteilnahme oder zumindest fragt, wie es uns geht nach diesen sehr schlimmen Ereignissen, gerade in den letzten Tagen. Stattdessen haben wir eine alte, abgewatschte Debatte wieder hier im Lande. Ist der Islam Teil Deutschlands? Gehört er dazu oder nicht? Sie hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil, sie spaltet, sie bringt uns in unserem Land, Land der Vielfalt, der verschiedenen Religionen oder gar keiner Religion, weiter auseinander. Sie bringt uns kein Stück weiter. Und sie hat vor allen Dingen viele, viele muslimische Bürgerinnen und Bürger in unserem Land vor den Kopf gestoßen. Man hat erwartet, dass der neue Minister, der zuständig ist für Verfassung, für die innere Sicherheit, übrigens auch für die Sicherheit der religiösen Einrichtungen, auch der Moscheen, für Religion und für andere Themen, dass er sich entsprechend dazu äußert. Stattdessen erleben wir eben eine Diskussion, die altbekannt ist und die längst überholt ist und die nichts mit unserer eigentlichen gegenwärtigen Situation zu tun hat. Insofern bin ich dankbar dafür, dass wir heute mit den Grünen Fraktionen darüber reden können und dass wir uns gegenseitig noch mal unterstützen als Demokraten, als Teil dieses Landes, welches spürt und empfindet, wenn eine Einrichtung gleich welcher Religion oder keiner Religion angegriffen ist, dann sind wir alle angegriffen.